meine Damen und Herren, heute ist einer der größten Tage meines Lebens. Jahrelang habt ihr auf meinem Haarausfall rumgehackt. Kommentare, Jokes, Mobbing im Internet. Doch nun wird sich endlich alles ändern. Ladies und Gentlemen, der Tag ist gekommen. Ich bekomme endlich Haare. Okay, jetzt klassischer YouTube-Move. Ich tue so, als würde ich schlafen und das Video startet. Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog. Guten Morgen, Sascha. Jo, was geht, Moji? Hey Sascha, ich habe nur eine kurze Frage, ja? Ja? Ich krieg morgen Haare. Ja? Hast du Tipps für mich? Ich würde, keine Ahnung, vielleicht heute noch irgendwie in so einen Kampfring gehen und mich, keine Ahnung, verprügeln lassen, einfach, dass ich auf die Schmerzen klarkommen würde, die dir morgen bevorstehen. Eigentlich, sag ich dir, wie es ist ein Kinderspiel, okay? Du kriegst morgen, keine Ahnung, so 8 Bolzen in deinen Hinterkopf gejagt, damit es betäubt. Dann kriegst du die Betäubung hinten reingespritzt, die halt richtig brennt, dass sogar Kevin Wolter, kennst du den, so eine Maschine, so ein Tier? Der musste abbrechen und mit so Medikamenten stillgelegt werden, weil sonst hätte er alles auseinandergenommen. Und dann beginnt erst der Spaß, indem du die nächsten 7 Tage nur auf dem Rücken pennen darfst. Ich bin ein chronischer Seitenschläfer, das ging gar nicht. Und dann darfst du halt über einen Monat nur mit so einer Bestäubungsflasche, weißt du, wo man Blumen auch mal so mit Pflanzen. Deine Haare waschen, hinten nur mit Seva abtupfen, das wird geil. Ja, okay, gut. Bis dann. Ciao, Moji. Das war ein sehr großer Fehler, Sascha anzurufen. Ich muss jetzt noch schnell meine Tasche packen und dann geht's los zum Flughafen. Junge, ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder volles Haar haben werde. Nacho? Dein Vater kriegt Haare. Update. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Ich habe jetzt so ein Schernau-Auto hier reserviert. Ich habe mir einen ganz wilden Flitzer ausgesucht für uns beide. Rock'n'Roll! Das ist dein Ernst, Digga. Ich komm doch weg. Statement dazu, dass ich Haare bekomme? Boah, ist das jetzt langsam echt notwendig. You can use the other way and per lip, please. Okay. Ich bin eigentlich, muss ich gar nicht pissen, ich bin nur hergekommen wegen der Spülung. Ich will einfach den Adrenalinkick, wisst ihr, was ich meine? Wir sind hier am Flughafen, Freunde. Jetzt geht's weiter zum Hotel. Ich muss gar nicht pissen, ich wollte es hier einfach nur nochmal filmen. Okay, Freunde, ich habe Rafa gerade filmt. Digga, da sind einfach irgendwelche Flecken gerade drauf gekommen. Das bin ich bald. Die Roomtour startet in 3, 2, 1. Mit Special-Effekten. Wir fangen an mit dem wichtigsten Teil, und zwar der Badewanne. Badewanne, immer wichtig. Priorität Nummer 1 auch, könnte man sagen, in einem Hotelzimmer für mich. Ja, ist auf jeden Fall eine tiefe Badewanne von der Tiefe. Oh ja, das ist eine sehr gute Tiefe. Ja, mag ich. Also hier haben wir einen Spiegel, da haben wir eine sehr große Dusche. Hier nochmal ein Spiegel. Toilette sieht auch sehr schön aus, schönes Bild. Wir haben hier die feinsten Gesteine verbaut, inklusive einer magischen Miesmuschel. Es geht weiter mit dem Ostkorridor des Zimmers, und zwar dem Gang. Tür, Schrank, Boden. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Zum Schluss vielleicht noch der Ausblick. Hier ist einfach nur eine Hecke. Wir haben alle eine Badewanne außer Rafa. Wie fühlst du dich? Hier stinkt es auch irgendwie nach Rauch.
Guten Morgen, Freunde. Ich werde in 5 Minuten abgeholt, dann fahren wir zur Klinik und dann geht's los einfach. Ich bin gerade aufgewacht. Ich kann auch gar nicht richtig reden, Digga. Ich bin noch sehr, sehr müde. Gestern hatte ich irgendwie gar keine Angst vor der OP. Jetzt gerade schon, naja, ein bisschen nervös bin ich jetzt gerade schon. Aber das wird schon, Freunde. Ich muss an mein Ziel denken. Ja. Ja, ich krieg Haare. Volles Haar. Hier ist der Bus, Digga. Ich setz mich einfach mal hier schon mal rein. Digga, es geht wirklich los, ich kann es kaum glauben. Ich bin gerade in der Klinik. Hallo. Die Leute gucken mich auch ganz schön komisch an, weil ich hier eine Maske auf habe. Thank you. Boah, sieht aber crazy hier aus. Also sehr, sehr modern hier alles. Scheiße, das, was jetzt kommt, wird euch erschüttern. Junge, also ich muss mal ganz kurz was sagen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Mir war nicht bewusst, dass mein Haarausfall so fortgeschritten ist, Digga. Das ist ja einfach eine Halbglatze. Der Moment ist gekommen. Ich rasiere mir jetzt einfach eine Glatze, Digga. Rafa, kannst du es glauben? Nee, Mann. Ich mach das jetzt wirklich. Alter, fühlt sich das weird an. Oh mein Gott. Hier unten sieht mein Kopf einfach aus wie ein Ei. Guten Morgen, Freunde. Es ist 8.49 Uhr und ich kann euch stolz sagen, ich glaube, ich habe wieder Haare auf dem Kopf. Mir wurden einfach 10 Stunden lang Haare eingesetzt, Digga. Und das Kranke ist, ich habe, glaube ich, 9 Stunden davon gepennt. Ich hatte eigentlich null Schmerzen. Die Spritzen haben mir gar nicht wehgetan. Jeder hat mir irgendwie erzählt, Sascha, Digga, Sascha, wo tut es weh? Also wirklich, ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber ich habe die Spritzen fast nicht gemerkt. Das war ein bisschen unangenehm, ja, aber es war nicht schlimm. Und von der OP an sich habe ich fast gar nichts mitbekommen. Muss es auch unbedingt mich anziehen und fertig machen, weil ich jetzt zur Kontrolle muss, zur Klinik. Weil jetzt geschaut wird, ob alles gut gelaufen ist, ob alles gut aussieht. Der Doktor guckt sich nochmal alles an. Deswegen, ich ziehe mir eine Hose an und wir fahren los. Nach 10 Tagen können Sie dann auch Baseball-Cappies anziehen und nach einem Monat ist alles wieder erlaubt. Okay. Wann darf ich wieder eine Maske tragen, bei Hellmann? Was Sie dann dann gekommen sind, hier, ja. Das muss ich mal fragen. Das ist etwas Gewöhntes. Ja, sieht sehr sauber aus. Okay, Freunde, ich weiß, bei der Kontrolle, es sieht alles gut aus. Sieht so aus, als würden die Haare auf dem Kopf bleiben, also die Wurzeln. Ich zeige euch jetzt einmal noch mal ganz kurz, wie es aussieht aktuell im Spiegel. Ich sehe aus wie Freezer, Digga. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen hier ins Bett einmuckeln und ein bisschen schlafen, weil ich habe nicht so viel gepennt, um ehrlich zu sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon in Deutschland wieder mit einem kleinen Zwischenfazit. Freunde, was geht? Ich bin gerade in Deutschland angekommen. Ich sitze jetzt wieder zu Hause. Ich habe es einfach endlich geschafft. Ich bin überglücklich. Und ich will am Ende ganz kurz nochmal einen Real Talk halten, Freunde. Ich weiß, wir haben sehr lange Zeit irgendwie Jokes über dieses Thema Haarausfall gemacht. Ich weiß aber auch, dass hier ganz viele Leute gerade zugucken, die selber das gleiche Problem haben mit den Haaren wie ich. Aber bei allem Spaß und so weiter kann es trotzdem eine sehr krasse Belastung sein für einen, wenn man halt eben betroffen ist. Und deswegen habe ich für mich persönlich auch einfach entschieden, dass ich diesen Step gehe und eben eine Haartransplantation mache. Und an alle Leute, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen. Ich habe wirklich sehr lang nach einer guten Klinik in Istanbul gesucht und ich kann euch wirklich reinsten Gewissens die Klinik Cosmedica empfehlen. Die Klinik war unfassbar modern, unfassbar sauber. Der Doktor spricht Deutsch, was natürlich auch ein Vorteil ist, weil er auch dann die Beratung auf Deutsch macht. Und falls ihr jetzt persönlich sagt, ihr habt da Interesse daran, sowas auch zu machen, in der Beschreibung ist ein Link, da könnt ihr eine kostenlose Beratung und Haaranalyse machen. Und wenn ihr euch dann wirklich dafür entscheidet, eine Haartransplantation zu machen, habe ich nochmal was Kleines rausgehandelt für euch. Und zwar bekommt ihr 10%, wenn ihr euch bis zum Juli, also Ende Juli, dafür entscheidet, die Haartransplantation zu machen. Und dann müsst ihr einfach nur erwähnen, dass ihr durch mich
auf die Klinik gekommen seid und dann spart ihr euch 10% bei eurem Paket, was ihr auswählt. Und yes, Freunde, ich halte euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie die Haare jetzt nachwachsen, ob ich dann volles Haar habe oder nicht. Ihr werdet in ein paar Monaten schon Updates sehen. Ich bin einfach glücklich, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Heide Ackermann und Peace.